Geht weiter, dann ist er. So, Freunde, sind wir wieder zurück. Ja, wir warten immer noch auf den Januar. Ach, welchen Januar waren das eigentlich? Guck mal, wir warten immer auf den 10. Januar. Wenn dann geht's los. Ich hoffe halt, dass bis dahin halt mal ein paar Leute rausgekommen sind hier. Das sieht ja jetzt von der Ausbildungsgrad her, bei 98% sind die, sind, also bei 90% sind die schon 10... 11 Armeen bei 90% ungefähr Ausbildung. Die brauchen halt nur die Ausrüstung. Das ist im Moment mein Problem. Naja. Und da ist halt das höchste Gut der Probleme halt. Alex, jetzt geht's los. Die Artillerie. Was denn? Was, wo denn? Wo denn? Jetzt geht's richtig los. Verbündete habe ich nicht. Das Deutsche Reich hat den Niederlanden den Krieg erklärt. Deutschland steht wieder im Krieg. Obwohl viele sich im Landfrieden in Europa gewünscht hatten, wohnt Deutschland durch die jüngsten Ereignisse. Ich mach mal ein bisschen langsamer für dich. Auf den Kriegspfad gezwungen, die deutschen Streitkräfte wurden, obwohl dies einen klaren Verstoß gegen den Versailler Vertrag darstellt, mobilisiert und sind nun bereit zur Offensive. Deutsche Offizielle begeben bekannt, dass sie die Demilitarisierung des Rheinlands nicht länger hinnehmen werden. Als Grund wird angegeben, dass man die deutschen Bürger dort beschützen müsste. Nice! So! Philipp holt sich jetzt in Niederlande und das sieht fast aus wie ein Blitzkrieg. Ja, aber guck mal, diese Rheinland war halt nicht besetzt, ne? Ja. Halt ein Problem. Aber... machen. Was ist denn da oben los? Wilhelmshaven? Wilhelmshaven. Ich sehe halt nichts, Digga. Wollen wir mal in ein Bündnis zusammen rein? Geht nicht, oder was? Weil ich sehe halt keine Einheit von dir. Ich mache Pause. Ja. Hey, was ist denn hier los? Mach doch mal weg jetzt hier. So, ein Bataillon ist übrigens fertig geworden. Das ist schon mal super. Das wird ja schon mal was. Ja, dummerweise haben wir noch diese Bataillone. Ich würde die gerne austauschen. Wie viel hey, mach mal bitte nicht auf den dritten Geschwindigkeitsgrad. Das ist einfach zu... Nee, zwei. Schnell. Ich starte. Ja, weil... Außer wir sind nicht im Krieg oder so. Da dachte ich mir... Nur da unten verlieren wir ja die ganze Zeit, ne? Was machst du jetzt? Die drei hau ich auch mal weg. Warum, hä? Warte, ey, warum sehe ich denn jetzt meine Einheiten hier unten nicht in Spanien? Oh, wurden die vernichtet oder was? Wirklich? Siehst du deine Einheiten unten in Spanien noch? Warte mal. Sind da meine noch? Warte. Meine Jungs sind noch da? Klar. Ja, warte mal. Die haben noch keinen Angriffsplan hier. Schnell los! Und in Madrid sind weg auf Deutsch. Vernichtet. Ah, oh, so eine Scheiße. Die hatten so viele schöne Erfahrungen gesammelt. Na, hier. Oh, mach mal da mit, Jungs. Deine Einheiten. Oh, das sieht nicht gut aus. warte! Doch! Nee. Sorry. In Madrid? Nee. Englische gewohnt, umzingelt und zerstört, wie es aussieht. Ja. Wenn du auch mal die Rotzeinheiten dahin schickst. Okay. Wenn es weitergeht, musst du sagen. Ja, mach weiter. So, ich habe gerade nochmal drei von diesen schlechten Bataillonen hier ausgeben. Das heißt, ich werde nochmal drei neue bauen. Ja, jedes Mal komme ich hier auf die falsche Taste, ne? Ja, aber die werden ja einfach überrannt, Mann. Das ist ja Quatsch hier. Na gut, die Frage ist halt mit Niederlande. Du hast Schiffe fast gar nicht, ne? Achso, Venezuela wolltest du ja vielleicht mal überlegen, ne? Einfach nur als Verbündeten. Nee, ich meine, da ist ja die Niederlande daneben, dass du das einnimmst. Ja, das ist alles haben. Machen. Aber das könnte ich auch, wir könnten jetzt in Niederländisch-Indien einfallen, ne? Das sind jetzt, Ach, sind die jetzt gegen uns? Ja, haben gerade mitgemacht, stand hier. Niederländisch-Indien, das wäre das natürlich. Ist ja auch ganz klein. Also die ganzen Insel da hinten. Achso, habe ich hier eigentlich irgendwo Indien in Afrika? Was machen die? Ich hab, ach scheiße, da komm ich nicht ran. Ich hab Belgien in Afrika, aber da komm ich nicht ran, Digga. Ja, das ist alles zu klein da, wa? Nee, da ist Britannien dazwischen. Und von der anderen Seite, glaub ich ja. Oh, was ist das hier? Deswegen, wir sind Italien. Nationalistische Spanien. Auch nicht schlecht. Also, warum gewinnt denn das republikanische Spanien jetzt? Das gefällt mir nicht. Nee, ne? Wollen wir nochmal anfangen? Wollen wir dann neu starten? Also ich warte unten so ein bisschen Fortschritt, aber ich nehme jetzt den nächsten Hafenstützpunkt ein. Das bringt ja nichts, ne? Wenn du alle andere verlierst. Können die wenigstens oben mal diesen Teil halten oder ist das zu viel verlangt? Scheiße,
viel zu viel von den. So, warte, experimentelles Öl ist fertig. Das bringt mir natürlich erstmal gar nichts, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Aber man nimmt's ja mit, komm, ne? So, ich gehe mal auf die Unterstützungswaffen, einfach damit unsere Armee noch ein bisschen stärker wird. Ich denke mal, für den Krieg gegen die Schweiz brauche ich jeden Buff, den ich irgendwie haben könnte. Ich denke mal, die werden sich da richtig ordentlich dagegen wehren. Und im Moment habe ich auch einfach wirklich zu wenig Einheiten. Also. Nicht mal ganz 2 Monate. Die sind zurückgekommen, meine 3 Einheiten. Das kann sein. Wieso denn das? Ja, aber so. Passiert. Oh, geil. Und wie sieht es mit der Produktion aus? Haben sich schon fast eine Stufe erhöht. In 2700 Tagen ist unser Bedürfnis erfüllt, hallo? Und hier in 40 Tagen, das ist natürlich die Frage, ob ich jetzt nochmal... Ich nehme mal hier welche weg. Das passt besser. Baue ich gerade Militärfabriken eigentlich? Ja, 4 Stück. 22. Januar ist die letzte Zivilfabrik fertig, die ich erstmal eingebaut habe. Und. In 145 Tagen die Militärfabriken. Wie gesagt, ich würde jetzt langsam mal versuchen, mal wieder ein bisschen Infrastruktur zu bauen. Ich würde hier auf jeden Fall Infrastruktur bauen. Müssen wir machen. Ne, dann war hier sozusagen den Frankreich schon mal, weil das wird ja auch relativ fies werden. Wie sieht es denn eigentlich Richtung, obwohl ich Frankreich glaube ich noch nicht mal bald angreifen werde, ne? Das ist jetzt nochmal ein bisschen die Frage. Wie sieht es denn eigentlich bei, wenn wir jetzt bei Infrastruktur sind, die Richtung Jugoslawien aus? Da ist nämlich die Infrastruktur unglaublich schlecht. Der Hafen ist an sich ja nicht schlecht. Also wir würden bei Jugoslawien, das Problem ist bei Jugoslawien, die könnten halt auch übersetzen, ne? Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Und mich dann in den Popo, deswegen würde ich glaube ich eher, naja, eher noch ein bisschen anders vorgehen, Freunde. Ich habe schon was im Petto. Albanien wäre halt auch eine Idee. Na gut, müssen wir mal gucken. So, ja, Philipp hat quasi jetzt eigentlich die Niederlande niedergerungen. Rotterdam lebt noch mit 15 Siegpunkten. Und hier oben noch und einer. Weser-Ems-Provinz. Da haben sie sich noch ein bisschen gehalten. Sie gelandet, war ziemlich dreist. Aber das Problem ist jetzt, dann ist der dumme Krieg nicht vorbei. Zumindest nicht mit denen. Weil? Weil Niederländisch-Indien ja noch lebt. Das wäre auch eine Idee. Guck mal, bevor ich jetzt den großen Krieg in Europa anfange, das da unten einzunehmen. Und da siehst du ja, wenn du mal auf Ressourcen gehst. Das ist der Wahnsinn, glaube ich, da unten gewesen, ne? Die ganzen Inseln ist der Wahnsinn, ja. Ne, die haben ein bisschen Öl, aber unglaublich viel Reifen. Dummi, Mal das da zu halten. Und guck mal, dann können wir auch Britisch Malaya. Also das wäre der perfekte Ausgangsposition. Ey, Britisch Malaya wäre dieses Typ, das würde ich so gerne haben. Singapur, das ist natürlich krass. Das ist der Wahnsinn hier. Gut, wie kommen wir hin? Jetzt mal als Frage. Wie kommen wir da hin? Also, ne, du hast doch... Ich habe Flotte. Ich habe auch keine Armee groß, aber ich habe Flotte. Aber kannst du bis dahin... Und von drüben! Armee, ne? Kannst du naja, nicht? Ich habe ja Afrika, ne? Da habe ich ja auch einen Marinestützpunkt. Kann ich damit irgendwas machen? Ja, aber du brauchst... Ich glaube, du brauchst einen Britisch... Doch, du kannst glaube ich Schiff rüberschicken. Klick mal jetzt nicht die kleinen Schiffe an, sondern die großen, die haben mehr Reichweite. Na, pass auf. Ich nehme mal das auf die Seekarte. Du musst ja alle Meere bis dahin musst du haben, ne? Wie ist das, wenn du da rübersetzen willst? Es sind die Schiffe anklicken, dann siehst du, ob die da hinfahren können oder nicht. Es sind 3. 1, 2, 3. Ich würde in Sumatra landen müssen. Es wären 3 Meere. Ich brauche also 3 Flotten, kann man sagen. Dann machen wir es doch mal folgendermaßen. Erstmal können wir die mal alle zusammenziehen. Danke. Können wir die mal alle zusammenziehen? Nochmal sehr, sehr nett von euch. Und können wir die mal alle zusammenziehen? Können wir... Ich kann eigentlich alle meine Flotten jetzt einfach mal hier unten. Ich schiebe jetzt mal die Flotten nach unten. Alles, was ich habe an Schiffen. Benino Mussolini durch schweizerische Tour verärgert. Trotzdem müssen wir das Volk auf einen Krieg vorbereiten. Erhält das Ereignis? Benino durch schweizerische Tour verärgert. Was bedeutet denn das, dieses Ereignis? Hier steht noch nichts.
Hier steht auch noch nichts. Na gut. Forschungsteam ist in 5 Tagen fertig. Nice. Und ich glaube jetzt auch meine beiden spanischen kriegen jetzt auch im Sack. Mein Duda. Ich glaube, das nationalistische Spanien, das wird sich bald erledigt haben. Lieber. Also hol lieber deine Truppen zurück. Weiß gar nicht, wie das. Naja, die sind scheiße. Wie die jetzt gespawnt wurden bei mir, warum die zurück sind. Vielleicht wurden sie gefangen genommen und dann, weißt du, vielleicht wurden sie gefangen genommen und dann wurde gesagt, na pass auf, ihr habt ja einfach nur so mitgemacht. Ihr wart ja nicht irgendwie groß schuld oder so. Ihr wurdet dazu gezwungen. Das kann ja sein. Alter Schwede, ich hab in der Lombardei einen voll ausgerüsteten Flughafen. Wahnsinn. Und Piemont habe ich fast voll ausgerüstet. Du, ich werde jetzt schon mal die Flugzeuge verteilen. Was haben wir denn da? Also wir haben Marinebomber, die bringen uns natürlich erstmal gar nichts. Oh, warte mal, jetzt ist sowieso erstmal hier. Jetzt kam erstmal ein bisschen was rein. Benito Mussolini denunziert schweizerische Tour. Italien steht hinter, eigentlich dahinter. Ja, ist ja alles schön und gut. Ich gehe jetzt mal auf italienische Autobahnen. Das bringt uns halt in neuen Gebieten jeweils einmal Infrastruktur mehr. Ich glaube, das ist eine relativ sinnvolle Angelegenheit. So, ich gehe mal auf die Flieger. Ich muss die mal ganz kurz, also ich könnte die mal so einstellen. Ah ne, warte mal, ich habe ja noch ein Forschungs-Dings. Warte mal. Sind wir schon 37? Immer noch nicht, leider Gottes. Natürlich ein bisschen schade. Dann werden wir mal. Panzer haben wir nicht mehr. Ein bisschen auf Artillerie gehen, dass die halt auch ein bisschen stärker ist. Das ist, glaube ich, auch eine relativ sinnvolle Geschichte. So, jetzt geht's weiter. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Ich wollte gerade irgendwas machen. Mist, verflucht. Da. Hier war das nicht. Scheiße, warum habe ich es hingetan? Mist. Ja, ich wollte halt irgendwas machen, Digga. Du hast mich abgelenkt. Nein. Du warst es eigentlich. Ich war es nicht. Du warst es gar nicht. Nein, immer war es. Fuck. Mist. Flugzeuge. So, also wir haben Marinebomber, die brauchen wir erstmal nicht. Zwischenkriegsbomber, Zwischenkriegsjäger und Luftunterstützung 1. Dann pass auf, wir nehmen mal hiervon alle rein. Das sind jetzt Luftunterstützende, ne? Und dann würde ich sagen, jeweils ungefähr die. Spiel pausiert. Digga, Niederlande kannst du annehmen. Dann kannst du platt machen, oder was? 216 Punkte. Genau, no, Philipp hat 216 Punkte. Was brauchst du denn, um die alle einzunehmen? Was ist denn Satellit? Warte mal, Deutsches Reich befreit Niederländisch-Indien und installiert ein befreundetes Regime. Interessant. Nee, du willst natürlich Holland übernehmen, ist klar, ne? Curaçao und die anderen hätte ich dann auch übernommen, die beiden. Also Philipp holt sich jetzt Niederlande. Mit dem Satellit ist viel zu teuer. Ja. 210 ist... Okay, also der Plan ist jetzt gescheitert, oder was ist da immer mit Niederländisch-Indien? Dann lassen wir das, oder? Okay. Das können wir später sowieso machen, wenn wir wollen. Ja, das passt. So, dann würde ich sagen, holen wir uns ein. Was ist denn jetzt? Ja, machen wir erstmal okay. Irgendwas war jetzt hier. Achso, wir müssen ja die verschiedenen ausgeben. So, Zwischenkriegsjäger. Da gehen wir mal auf 150. Und nochmal ein neues Geschwader. Ist mir egal. Nochmal ein neues Geschwader, die Zwischenkriegsbomber. Da gehen wir auch mal auf 150. Nee, hallo, 150. So, genau. Das gleiche machen wir jetzt mit dem anderen Flughafen im Piemont. Und nee, warte mal. Ich bin immer noch im Krieg mit Niederländisch-Indien, also insofern. Eigentlich habe ich im Moment keine Einheiten dafür. Das ist mein Problem. Aber ich meine, was, wenn du jetzt schon keine Einheiten hast, wie soll das im Krieg werden? Weißt du? Das ist ja ein Problem. Ach stimmt, wenn du zwei Einheiten in Spanien hast, deswegen hast du zu Hause keine mehr. Ne? Die wurden mir einfach weggenommen. Ja, aber das ist doch assi jetzt hier mit Spanien. Ja, das ist echt schade. Ich würde nicht assi sagen, ich würde schade sagen.
Jetzt meine kann ich keine mehr senden, weil ich im Krieg bin. Ach, deswegen wurden die zurückgerufen, weil ich den Krieg angefangen habe. Man muss sich im Frieden befinden für die. Echt? Krass. Ja, das hast du doch am Anfang. Dass du als ja, ich durfte nicht beitreten, ja, aber... Achso. Ne? Nee, dann wurden die wahrscheinlich sofort zurückgerufen. Weil ich im Krieg war. Eine Frage. Wir produzieren da... Wir wollen auch gerade eigentlich in Piemont... Ah ja, da müssen wir also eine weniger machen. Weil wir, glaube ich, in Piemont... Da steht es einmal Infrastruktur bekommen. Ne? Das war super. Perfekt. Klasse. Immer so mit. So, wie sieht's denn aus mit Einheiten hier? Also wir können es noch ein bisschen schneller machen, glaube ich, ne? Du hast ja im Moment auch nichts anderes groß zu tun. Machen wir auf 3 oder was? Oder ist das zu schnell für dich? Kannst du auch sagen, wenn ich Pause drücke? Ja, okay, dann lass es mal. Ne, muss immer sagen, wenn ich Pause drücken soll. Ich mache heute gerne immer mal wieder Pause. Ich gehe dann demnächst auf die Schwerpunkt, und zwar Rumänien und Ungarn gleichschalten. Ich mache dann Faschismus in Rumänien und Ungarn. Ja. Und wenn das beides durch ist, dann kann ich noch integrierte Kriegswirtschaft machen. Das gibt mir dann 8 Militärfabriken für die beiden. Und dann haben wir halt, dann können wir die beiden noch in unser Bündnis einladen. Ja. Rumänien hat halt noch ein bisschen. Öl. Ja, vor allem als Puffer, ne? Für die Sowjetunion und so. Als Puffer und Öl und halt, ja. No? Und halt Einheiten, die haben ja auch ein bisschen. Naja. Ich glaube, meine Truppen da unten, die wird es langsam auch nicht mehr geben in Italien. Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit der Schweiz läuft. Ja, bin ich auch nicht. Ein theoretisch könnte ich ja mitmachen, wenn du willst. Also ich ja, ne? Also ich würde es cool. Mir dann, aber ich würde dann gerne alles haben davon. Ja, das ist klar. Das ist klar, dass du das dann alles kriegst. Mit Österreich wäre es fast dasselbe. Warte mal. Die Rechtfertigung Ostschweiz zu erobern hat keine Grundlage mehr. Das heißt, du kannst jetzt den Krieg anfangen. Stimmt. Oh Gott. Und ich habe nicht genug Leute, Mann. So, jetzt mache ich natürlich meine beiden Armeen, die jetzt beide noch nicht ansatzweise gut dran sind. Also wäre auf jeden Fall cool, dann würde ich dich mit einladen. Dann müsst ihr das ein Bündnis machen, warte mal. Wo bist du denn? Ich kann einfach nicht draufklicken. Ein Bündnis einladen, machen wir einfach mal. Sie werden nicht akzeptieren. Doch, weil ich ja kein Spieler bin. Also, weil ich ja ein Spieler bin, so. Weil ich ein Mädchen bin. Genau. Hey, was ist denn? Nee, Maja! Bin ich? Ich kann die Frontlinie mit der scheiß Armee nie machen. Warum denn nicht? Was ist denn ein Problem schon wieder? Du sollst eine fucking Frontlinie machen von... Von A nach B. So, genau. Jetzt stellt euch das mal auf. Dann oben, ein Bündnis eingeladen. Oh, was würde uns das alles bringen? Hierdurch ändert sich die weltweite Spannung um 2,1. Jawoll, Digga! Das ist schön, dass wir Anfang 37 schon ungefähr 25% Spannung erzeugt haben. Wir machen auf jeden Fall irgendwas richtig, Digga. Oh, nice. Mitglied unseres Bündnisses fingieren Kriegsziele. Sowas machst du? Würde ich nie tun. Ich hab doch gesagt, ich will Belgien haben. Du kriegst Frankreich. Du kriegst ganz Frankreich, Alex. Mein Kummer, ich will nicht ganz Frankreich. Ich will, dass du ein bisschen was oben nimmst. Die Küste. Ich kann das nicht alles verteidigen, Digga. Ohne Witz. Du hast mehr Leute später. Echt? Oh, echt? Ich glaube, ich forsche schon mal Militärpolizei. Außerdem, weißt du, also wir waren ja in Rom und so. Das war echt cool. Aber ich war auch in Paris. Ich fand Paris jetzt nicht so geil. Ich fand die Notre Dame geil. Aber war es auch schon. Der Eiffelturm. Na gut. Ja. So, das kannst du mal alles da nehmen. Ich würde unten auf jeden Fall nehmen. Bordeaux. So Bordeaux wäre so meins, ne? Bis zum Fluss zum Beispiel. Wenn du mal Frankreich siehst, bis zur Loire. Nee, Kriegst die Bretagne. Genau. Nee, Loire auch. Also du kriegst alles, was südlich von Paris ist. Nein. Ich krieg alles von Loire südlich. So, fertig. Egal, auf jeden Fall erstmal Schweiz. Kannst du die Einheiten daran bewegen? Jetzt? Ich bin schon dabei, musst du weitermachen mal. Okay, weil ich habe jetzt sozusagen, wie lange habe ich jetzt Zeit? Ich habe jetzt noch nicht Krieg gedrückt. Ich habe jetzt Zeit bis. Wo steht das? Noch einen Monat oder so, ist genug Zeit. Immer 2 Monate hast du. Ja, dann mach mal auf 2 nur auf die Geschwindigkeit. Ja, anstatt Pause zu machen dauernd lieber nur 2. Okay, warte. Ich mach mal Funk, entwickeln wir mal. Und können wir Industrie entwickeln? Ach, stimmt, wir können Industrie entwickeln. Dann wird das, mit dem Funk nämlich nichts. Und machen wir die Produktionsleistung. Ja, ja. Okay, cool.
Den wen findierst du jetzt? Den Belgien wahrscheinlich, ne? Ja. Achso, jetzt seht ihr endlich mal auch mal Deutschland. Also die, Philipp mit Deutschland. Also ich stelle mich jetzt gerade an die Front. Ich muss noch nur so ein bisschen Organisation aufladen, weil die natürlich die ganze Zeit trainiert haben, die guten Jungs. Nein, meine Mefo ist weg. Ah, scheiße. Was für ein Ding? Dein Moped ist weg? Ja, das sind 25% auf alle Gebäude. Ah, Dreck. Das hast du nicht erneuert? Ja, ich war anscheinend vergessen. Oh. Ah, fuck. Dämlich. Toll. Mach mal bitte nicht so schnell, Mann. Das ist zu krass. Ja, auf 2. Alles gut. Alles gut. Brauchen wir Schiffe, die in die Schweiz? Ja, die in den Rhein schicken wir die Schiffe hoch. Wo soll ich meine Front, was soll ich angreifen? Einfach da reinlaufen, würde ich sagen, oder? Ich habe Luftunterstützung dort im Gebiet, mit allem, was ich habe an Fliegern. Ja, bis nach Bern. Ich mache einfach die obere Hälfte. Ja, ich glaube, wenn man jetzt mal sieht, du hast Zürich, nimmst du... Oh, wie lang hat die wieder? Bern bringt 15 Siegpunkte, Zürich bringt 10, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe, glaube ich, gar nichts. Ich bin ja einfach nur am Halten der Front. Du musst einfach nur die beiden Städte einnehmen. Okay. Also mein Nachschub lädt sich gerade noch so ein bisschen auf. Wie sieht's bei dir aus? Bist du an der Front komplett schon? Nee, noch nicht ganz, ne? Sieht noch nicht ganz so aus, oder? Ich habe noch ein paar Einheiten nach, aber ich mach schon mal Plan und so. Wenn mein Plan voll ist, sage ich dir Bescheid, ja? Dann kannst du kriegen und dann... Ja, mein Verteidigungsplan ist auf jeden Fall schon mal voll. Das ist schon mal gut. Nicht der Verteidigung, der Angriffsplan. Du willst doch erobern. Achso, kann ich im Frieden denn schon einen Angriffsplan machen oder was? Naja, kannst du jetzt schon machen. Achso. Das einstellen, dann musst du noch auf Start drücken. Oh, das ist ja geil. Weiß es ja nicht mehr der Plan bei dem Krieg, ne? Dass man vorher schon. Es ist ja ekelhaft. Bevor du schon die Autobahnen baust. Und ich wollte auch Schiffträger bauen. Okay, ich guck mal, was wie der Plan aussehen würde. Ja, mir sieht das super aus, ne? Ist halt fies, ne? Weil, also ich könnte. Ja, wenn ich wollen würde, kann ich halt viel mehr Leute noch rausholen, ne? Ach komm, das mache ich jetzt einfach mal. Fies, sagt er. Ist klar, dass es hier ein Unführerkrieg ist. Ja, die haben nichts da. So, warte mal. Ich muss erst mal ein paar Leute zuweisen. Ach guck mal, das ist der Bodensee. Bringt gar nicht jetzt so viele Einheiten hinzustellen. So, warte mal, ich habe jetzt noch mal ein paar neue Leute reingeholt. Also, was heißt ein paar? Ich glaube, 18 Bataillone? Hm. Und die gehen jetzt natürlich gerade an die Front alle, ne? Das dauert natürlich jetzt kurz. 10? Ja. Die waren alle fast fertig. Da hat immer ein bisschen Artillerie noch gefehlt, aber bevor ich jetzt irgendwie warte, noch ein Jahr oder so, bis die mal fertig sind, ne? Raus damit. So, mein Duder. Du hast auch immer eigentlich Division in der Grundausbildung, oder? Ja. Ich muss jetzt nämlich mal einstellen, nochmal ein paar. Ah, ich könnte mir jetzt überlegen, wie ich meine Panzerdivision mal bearbeiten. So, ich brauche mal jetzt eine neue Armee. Eine komplette. So, ja, meine Pläne sind jetzt noch nicht ganz fertig. Weil alle minus 50%, dass die Division nicht in der... Dings sind. Verfügbare Kriegsziele. Ja, bis wann habe ich denn jetzt? Das steht normalerweise immer da. Ich meine 2 Monate. Hier, da steht's doch. 11. März. Okay, alles gut, Digga. Alles gut. Also bis ich, wenn die Jungs hier mal fertig wären. Der eine Plan wäre fertig. Der andere noch nicht ganz. Warum? Weil die Jungs noch nicht in Position sind. Da läuft noch einer. Ja, 2 laufen noch. Jetzt ist einer fertig. Der andere läuft auch noch. Ein paar Gebirgsjäger habe ich ja auch dabei. Das ist ja relativ vom Vorteil, ne? So, Plan wäre fertig. Panzergefechtsbreite 3.
Wie sieht's denn bei dir aus? Ich würde anfangen wollen. Und würde dich mit reinziehen. Ist okay? Ich baue gerade noch Division. Warte gleich, speichere mal, dann geht's los. Ja, wird nicht gespeichert, hallo? Wir machen hier einen auf Iron Man Modus. Auch wenn wir nicht einstehen durften, spielen wir trotzdem auf Iron Man. Okay. Bereit? Ja. Okay, dann kurz Pause. Krieg! Ich muss dich durch mit reinnehmen. Ich bin Iron Man. Kann man da keine Pause machen? Doch, klar. Rufen, erobern. Potenzielle Feinde, Schweiz. Okay, na, ist egal. Erobern. Ich kann dann aber keine Region einstellen. Ach so. Alex, nein. Hör auf. Da steht, die Schweiz wird von Vereinigtes Königreich garantiert. Dann haben wir jetzt Krieg mit England, wenn du das anfängst, ne? Ja, ist aber kein Problem, oder? Ja, wenn du meine Küste verteidigst. Ja, mach ich. In Afrika werden die mich so überrennen. Die haben nicht, wir haben nicht Krieg mit denen. Doch. Nicht sofort, glaube ich. Doch. Es wird garantiert, deswegen machen die mit. Das ist Sinn der Sache von diesen Garantien. Ja, Freunde, wir wollten doch einen totalen Krieg haben. Jetzt schon? Ach. Guck mal. Nie wieder mit Italien. Das kann ich bringen. Italien hat das Deutsche Reich als Verbündeten in den Krieg italienisch-Schweiz gerufen. So, guck mal. Angriffspläne in... Freuen wir die Schreiter, wir sind unterwegs. Hey, du. Was du musst du Pause wegmachen, dann hast du gleich, dann haben wir jetzt auch gleich England auf dem Buckel. Ach so, ja, Riesenproblem. Ich habe mir Öl nämlich von den Briten geholt. Macht natürlich keinen Sinn. Ja, die werden jetzt komplett Frankreich, hier Frankreich einnehmen, ne? Von mir. Weil ich ja nichts hab. Aber das ist ja so wie. Aber guck mal, die haben nur den Krieg erklärt, oder wie? Ich habe keine Nachricht bekommen, dass die mitmachen. Tun wir mal oben im Krieg. Ich kann das Kriegsmenü nicht aufmachen, das ist doch lächerlich. Irgendwie kann ich im Moment nichts aufmachen hier. Das heißt, den Bug hatte ich schon mal, Freunde. Das ist irgendwie keine Ahnung, warum jetzt so, woran das liegt. Ich kann nicht oben da drauf gehen. Bist du verfluchter. Also, das ganze Ding hat erst natürlich. Also, jetzt bin ich vereint. Das hatte halt Schweiz noch nicht gehabt, ne? Mit der Unabhängigkeit. Das haben sie erst später halt reingeknallt. Das nervt mich. Ja, wahrscheinlich, als du dann angefangen hast. Ja. Aber, das bedeutet, dass ich jetzt erstmal ganz. Wie heißt das hier? Afrika verliere. Jetzt hat Südafrika als unseren Feind auch noch mit reingebracht? Wo ist denn Südafrika? Hier unten am Arsch der Welt. Okay. Passiert. Gut, Frankreich, Afrika ist sowieso egal. Wichtig ist, dass wir. Hat Neuseeland noch mit zugebracht. Ja, klar, alle jetzt machen mit. Ah, guck mal, jetzt wird Frank. Hier Dings wird von Frankreich garantiert, Belgien. Ja. Ja, und jetzt die. Die Alliierten? Oh nein, jetzt haben wir es geschafft, Freunde. Ja, aber Frankreich ist noch nicht dabei. Schon mal gut. Und Niederländisch-Indien hat kein Bündnis. Aber es gibt jetzt die Alliierten, ja? Sehe ich das richtig? Gibt es die Alliierten, ja. Aber immerhin ist Frankreich noch nicht dabei. Schon mal gut. Aber wenn ich jetzt Belgien angreife, dann ist es dabei. Ne, stimmt, Frankreich ist noch nicht dabei. Ja, dann darfst du jetzt nicht Belgien angreifen, oder? Keine Ahnung. Ne, können wir nicht jetzt einfach die Alliierten draufgehen? Auf Großbritannien? Statt Belgien? Eine Idee, wa? Ich kann dir Flotte schicken, so ist nicht. Erstmal müssen wir jetzt hier die Schweiz einnehmen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, komm, ich muss hier ran. Zack, weg sind sie. Bis auf eine Sache sieht meine Flotte nicht so drin. Gut aus. Ja, na du, wir müssen halt bis nach Bern und du musst Zürich. Was macht der eigentlich, Alter? Aber weißt du, hast eigentlich recht, lass ihn kämpfen. Dann macht richtig wenig Erfahrung, wenn es nichts bringt. Was ist denn eigentlich mit dem scheiß Bürgerkrieg? Leben meine Einheiten noch? Ja, die sind jetzt zurückgekommen, stimmt. Da war ja was. Nee, hätten wir sowieso verloren. Ja, ja. Also ich glaube, meine hätten es noch gepackt, aber ich bin mir sicher. Dann kriegt Spanien halt auch aufs Maul. Auf jeden Fall demnächst dann auf. Hey, ich hoffe mal, dass mit der Pause dann irgendwie wegkriege. Ich kann euch leider jetzt im Moment halt leider nicht zeigen,
wie es da gibt's hier auch aussieht. Da gibt es auch nichts zu zeigen. Nichts drin. Gut, aber Wecker geklingelt. Also, wir haben immer in den Treat angefahren. Ich glaube, nächste Folge werden wir auf jeden Fall mit dem Treat gegen die Schweiz fertig werden. Und dann werden wir mal gucken. Also, ich denke mal, dass wir uns dann eher den Großbritannien wehren werden. Also, Philipp, vielleicht eher dann versuchen, mal überzusetzen schon. Das wäre natürlich krass, bevor der große Treat losgeht, dass wir quasi schon dass wir schon die Briten schon raushauen. Und ich werde mich versuchen, dann so schnell wie möglich in Afrika noch zu verteidigen. Das wäre natürlich interessant von der Sache her. Gut, na guck mal, wie es weitergeht. Bis dann. Ja, aber.